Dann haben wir dieses schöne Chip Bright Sword und dieses nochmal eins und hier ein Fälschchen und ja, so ein bisschen Pillepalle. Dafür kriegen wir vielleicht ein Goldstück oder so für diese Nomad Armor. Okay, dann nochmal geguckt, wer ist hier alles aufgelevelt? Okay, nur der eine. Aber das ist nicht so schlimm. So, und dann schauen wir mal. Ach, das ist hier alles, das ist ja alles feindes Land. Eigentlich müssten wir zum Dunlanding Camp oder... Ach, eigentlich müssten wir erstmal wieder zurück. Am besten gehen wir mal zum Haradrim Camp zurück. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal das gemacht, was wir machen wollten. Und können dann im Haradrim Camp, können wir vielleicht schon ein neues Pferd kriegen, uns kaufen. Wir können mal wieder ein bisschen Lebensmittel einkaufen. Und mal gucken, was die da so an Truppen haben. Mal sehen, ob unser Geld dann auch reicht. Ah, Inventar 74. Na, bin ich ja mal gespannt. Oh, schon wieder ein kleines Bettelchen. Hm, ja. Und hier entscheidet sich Akinato der Weise, klugerweise einfach mal dagegen. So, und jetzt schnell weg hier. Schnell weg hier. Mit 5,3, 6,7, 5,9. Wir hauen einfach mal wirklich ab. Denn mit diesem Great Host will ich mich gar nicht erst anlegen. 25 Briganten, okay. 13. Oh. Haben wir es geschafft. Wir sind wieder auf der sicheren Seite. Wieder im eigenen Lande. So, und jetzt haben wir hier ein paar Hosts auf jeden Fall. Und Scouts und Haradrim Patrols. Schauen wir mal, was sich hier entwickelt. Kann ja gut und möglich sein, dass wir hier irgendwelche... Ja, jetzt gibt es nämlich da ein Battle. Und noch ein. Oh, oh, ja, und jetzt. Mhm. Und, okay. So, und jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal. Wie jetzt? Wie jetzt? 51er? Wo ist denn die 51er-Truppe da? Oh, da ist noch ein Lesser Host, der Haradrim. Da fragen wir ihn einfach mal freundlich nach. Oh oh. Da fragen wir einfach mal freundlich nach, ob die uns helfen können. Ansonsten sieht es hier ein bisschen schlecht aus. So. There's an urgent task. Follow me. Yeah, we follow your lead. Hallo. Ey, ich habe euch gerade meine Ansehenspunkte bezahlt dafür, dass ihr mir folgt. Na gut. Dann lassen wir es erstmal sein mit diesem ganzen Host-Quatsch. Und wir können uns ja noch hier diese eine... Das eine Trüppchen holen. Also so ein Host, so ein großer Host ist jetzt einfach zu viel für mich. Da will ich mich gar nicht hineinsteigern. Das können wir dann bei Gelegenheit machen, wenn unser Einheitenlimit ein bisschen doller ist. Oder wenn wir halt mehr elitemäßige Truppen haben. Oder wenn Yakinato der Weise endlich mal ein neues Pferd hat. Hm. So, mal Farmer-mäßig. Mal gucken. Cutthroat haben wir hier. Ach, wir werden das jetzt erstmal alles aufleveln, ganz sinnvoll und sinnlos und hast du nicht gesehen. So, und dann geht's mal zu den Haradrim. Das sind die mit den Riesenelefanten, wie ihr seht. Oh, ja. Das sind die mit den Riesenelefanten und die haben echt riesige Elefanten, meine Güte. Die haben ja Stoßzähne, die sind ja so groß wie, was weiß ich nicht. Gucken wir gleich mal. Okay, I want to buy a few things und mal sehen, was du so hast. Da bin ich jetzt mal... Oh, schön, 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 schön. Das sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Alles glänzt so ein bisschen golden. Das gefällt mir. Und wir haben auch so jetzt... ach, Tatsache, 500 noch was Dinare. Gut, 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 gut. Oh, show me your wares. Ah. So, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja... Wenn wir hier einen besseren Helm kriegen... Oh, kriegen wir sogar. Kriegen wir sogar. 19, 22. Meine Güte, das hört er hier nicht auf. Rusty Herod Full Helmet. Mhm. Cavalry, Cavalry. 12, 11, 7. Mhm. Meine Güte. Gnarf braucht sich bald keine Sorgen mehr zu machen. Also, wenn es so weitergeht mit dem Geld verdienen, so, dann werden wir uns auch bald einen richtig ordentlichen Helm kaufen können. So, rüstungsmäßig hat es noch keinen großen Sinn, hier irgendwas aufzurüsten. Da wird das einfach ein bisschen zu teuer. Nee, das lassen wir mal lieber sein. Och, mit dem Helmchen, mit dem anderen können wir noch ein bisschen auskommen.
Ich möchte jetzt erstmal ein Pferd haben. Und zwar ganz schnell. Sonst werde ich hier zum Schwein. So. Du. Achso, du bist ja der Onkel hier, der Camp Lieutenant. So, bist du etwa der mit den Pferden und dem ganzen Zeug? Harr! Hello, what can I do for you? Na, du kannst ganz schön viel für mich tun. Du kannst mir mal deine Wares schauen. Gib mal her. Ah. Du bist also der Waffentyp? Komm mal her, Waffentyp. Ui, die sieht aus. Heavy Double X. Sieht so richtig Herr der Ringe mäßig aus. Ist wahrscheinlich auch reingemoddet oder reingeeditet. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber ja. So, diese Bent Arrows, also das ist auch ein Quatsch, muss ich mal sagen. Am liebsten würde ich mir ganz normale Arrows kaufen. 287. Nee, dann kaufen wir uns doch lieber erstmal ein Pferd. Wo ist der Pferdetyp? Wo ist der Pferdetyp? Bist du das etwa? Der Typ mit dem Pferd? Ulchu Knutschi Butschi. Gut, du auch nicht. Denn er will ja seine Zeit nicht verschwenden, wie er uns gerade gesagt hat. Kumi! Haben wir nicht gerade bei dir irgendwas. Na, komm, los. Ah! Ho. Chaka, genau! Oh, hier sieht ja alles sehr schön aus. Heavy Saddle Horse, Stubborn Hunter. Swaybacked Hunter. Speed 7. Na gut, da haben wir dann wieder Speed 8. Ist ja dann schon wieder fast schneller. Heavy Saddle Horse, Stubborn Saddle Horse. Armor 3, Armor 6. Maneuverability 9. Charge 11, 12. Tja, so ein Desert Mare wäre natürlich nicht schlecht. Nun weiß ich allerdings nicht, wie viele Lebenspunkte dieses Pferd hat. Aber ist ja auch egal. Wir werden dann noch, wir werden jetzt erstmal eine kleine Pause machen hier im Haradrigen Camp. Und direkt danach werden wir uns dazu niederlassen. Ah, Dankeschön. Werden wir uns dazu niederlassen, herablassen natürlich. Ach, ich wieder mal. Herablassen, noch ein paar Leute zu überfallen, so viel Geld zu machen, dass es für ein ordentliches Pferd reicht. Nämlich eins, was auch einigermaßen schnell ist und eins, was auch einigermaßen aushält. Und dann werden wir uns unsere Truppen weiter aufrüsten und dann werden wir in den großen Krieg ziehen. Schon bald. Hoffentlich schon in der nächsten Session. Und wenn nicht in der nächsten, dann in der übernächsten. Seid euch dessen gewiss. Und wir werden bestimmt auch noch öfter mal verlieren. Haha, seid euch dessen auch gewiss. Gut, sind wir hier bei den Haradrim. Und wie gesagt, es hat mir wieder mal echt viel Spaß gemacht, diese Session aufzunehmen. Ist ja auch schon ein bisschen länger her, seit der letzten Session. Und Yakinator Und Yakinator, also ich, und Gnarf, der überkrasse Ork mit den blutigen Zähnen und dem schlechten Gewissen, sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.